Liebe Leute von heute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Yay, ich bin jetzt wieder hier. Grinst mich blöd an, gut. Ich habe vergessen, was wir machen wollten. Entschuldigung. Ich glaube, wir wollten zum Schmied. Kommt zu Irinto Scham. Ich kenne euch doch. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr kommt damit durch? Ihr zahlt jetzt sofort euer Bußgeld. Kommt drauf an, wie viel. Entscheidet euch und das schnell. Oh nee, 2 Grosche. Das Problem ist, der nimmt mir alles weg, was ich. Habe ich mich wohl verklickt. Das Problem ist, der nimmt uns alles weg, was wir geklaut haben, glaube ich. Das ist schlecht. Okay, das müssen wir erstmal safe loswerden. Zum Beispiel bei ihm. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schon. Also klar, mache ich, Kollege. Hier sind ein paar Eisendolche. Was hätten wir da noch? Das kann weg. Wie viel Kohle hast du denn? Ein bisschen. Ah, Moment, wir müssen ja erstmal was kaufen, oder? Hat der ein bisschen Rhetorik am Start? Dann nicht, okay. Dann können wir erstmal verkaufen. Das war, ups, das war ja auch bei uns. Ich guck bei uns nach, ob wir Rhetorik am Start haben. Er hat Gesellenbuch-Rhetorik. Wie viel brauchen wir denn? Weiter. 4 brauchen wir. Oder haben wir? Wir haben aber nicht schon irgendwie welche, oder? Habe ich doch gerade noch geguckt und. Nö. Reitet wohl. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Mach ich, Kumpel, mach ich. Ich kaufe dir jetzt 3-mal Rhetorik ab. Wo ist Geselle? Da, Geselle, Rhetorik. Nee, was hatten wir? 46, ne? Also kaufe ich. Alles! Reitet wohl. Nein, sie ist nur zum Bestaunen. Und dann gucke ich mal. Diese 3 Eisen durch. 16 kostet einer. Und wenn ich den Amethyst verkaufen will, 49. Schreitet wohl. Ach. Habt ihr wirklich geglaubt, ihr kommt damit durch? Alter Junge, nervt mich doch jetzt nicht. Ich muss erstmal alles verticken. Du klaust mir doch alles. Werte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ihr braucht, oh. Und schnell. Ja, ich bin dabei. Ich hab ein bisschen. Moment. Jetzt hat er es nicht mehr, oder wie? Alter! Was ein Penner! Schreitet wohl. Rennen! Rennen! Schnell rein. Okay. Verkaufen wir jetzt beim Schmied. Hoffentlich hat der ein bisschen Rhetorik. Für uns. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Aber apropos, hier war ich tatsächlich noch nicht. Miss Cal. Meine Güte, ey. Ich hab hier gespeichert, cool. Hab ich den Eimer mitgenommen? Wollt ihr mich veräppeln hier oder was? Das ist der blöde Eimer. So. Ah, nee, hab nichts gemacht. Guckst du, ne? Gehört jetzt alles mir. Hey! Okay, das gehört nicht alles mir. Ich den Eimer mitnehmen. Weg vom Eimer. Sehr gut. Hey! Ach komm, jetzt ist doch gut! Ich bin doch nur ein armer Schlucker. Was zum. Ja? Ich hab gar nichts gemacht. Reitet wohl. Schon also, sagen hier. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Schon wieder so ein unfreundlicher Typ. Auch nicht. Ey, ist ja jetzt ein Witz, oder? Naja, komm, was soll das schon großartig viel helfen? Verkaufen wir mal. Nein. Gerade hatte ich noch 3 Eisendolche. Ach, da sind's ja. Eisenschwerter. Das weg. Weg, weg, weg. Weg. Alles weg.
So, die Ledersachen. Stahlhelm. Der will uns die Tränke alle wegnehmen, ne? Das ist schlecht. Wie viel Geld hat der bitte? 2000. Boah, den müssten wir eigentlich mal gesellenmäßig der Gesellenbuch für einen Einhandkampf? Hat er. Aber wir haben eh nicht so viel zu verkaufen, glaube ich. Ehrlich gesagt, war es das schon. Nein, das war schon unsere Love-Diebes-Tour. Mit Stahldolch. Verdammt, wir haben gar nicht so viel. Schreitet wohl. Ach, hat er sofort gesehen. Instant. Geh weg. Oh, pfuh, weißt du, was ich mache? So, tschüss. Eisenbarren. Lederzeug, ansonsten. Alles nicht wirklich was wert. Im Schrank vielleicht coole Klamotten. Nö. Ich hab nichts gemacht. Er sieht mich übrigens nicht. Aber wir so krass Niki sind. Nochmal Schrank. Goldamulett. Wie kommen die an solche Sachen? Jetzt haben wir natürlich ein krasses Problem. Wir müssen die Sachen direkt verticken. Und das kriegen wir hier nicht fit. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Geh doch mal weg. Also erstmal weiß ich, du hast ein Goldamulett da drin. Das will ich jetzt haben. So. Das wird mir eh gleich wieder weggenommen. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ey, er steht schon wieder hier? Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Hier kriegst du direkt das Spinnengift. Wo ist es hin? Wo ist das Spinnengift? Ach, das kann ich ihm nicht verkaufen, oder was? Nur Heiltränke? Okay, lass mich mal durch. Wir können auch einfach nicht so viel Jetzt lass mich halt durch. Geht doch. Ja, wie machen wir das jetzt? Diese blöden 2 Groschen, ne? Die kosten uns so viel Geld. Das sind nicht nur die 2 Groschen. Oh, Moment mal. Ein bisschen stibitzen. Popo stibitzen, okay. So, was hast du denn für uns Schönes? Wert. Ich gut. Gespeichert? Jetzt. Groschen? Nö. Groschen? Nö. Groschen? Nö. Was ist hier immer für ein Geräusch? Schlüssel zur Schmiede. Exakt den brauche ich. Da könnte ich auch einfach nachts wiederkommen. Zack. Hab ich. Ist eh nichts mehr großartig da, außer da oben der Schild. Und. Okay, vielleicht doch. Ja. Erzählst du mir noch Krieg was? Auf Nerim, Krieg auf Kile, wo ist er? Kannst am besten direkt mit ihm hier handeln, weil sonst krieg ich es eh nicht mehr wirklich. Oh, er backt sich hier fest, deswegen. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht. Ah, mach ich, Kumpel, mach ich. So, hier, das kannst du haben, das. Die Pfeile behalte ich noch, auch wenn ich die sowieso gleich los bin. Ansonsten. Könnte die Eisenbarren verticken. Weil ich die eh gleich verlieren werde. Außer ich schaff's zu meiner Truhe. Rechtzeitig, was ich nicht glaube. Hm.
Okay, ich gehe mal im Schleichmodus. Ich guck mal. Ich sollte übrigens einen Timer anmachen. Sekunde. Während des Ladebildschirms kriege ich das ja wohl hin. Naja, auch wenn es jetzt schon fast 10 Minuten waren, mache ich jetzt nochmal 13 Minuten, die da schon voreingestellt standen. Oh, ich wurde entdeckt. Durstig nach magischen Geheimnissen? Malfas. Nee. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Ich weiß nicht, für wen ihr euch haltet. Ja, dann hier, nimm. Ich habe alles. Und nimmt mich natürlich trotzdem mit und ich stehe vor einem blöden Gefängnis. Ja, beeil dich doch. Und weh, da steht jetzt. Achso, da stand gerade, ich kann die Leute überfallen, wenn ich beim Glücksspiel verliere. Aber der wird nur einen Teil davon dabei haben. Gut zu wissen. Immerhin hat er was dabei. Wenn ich 10.000 verlieren würde. So, wir gucken nach. Ne, alles weg. Auch die ganzen Bücher, die was wert waren. Zwei Lederstreifen haben sie mir gelassen. Wie nett ist das denn? Moment, habe ich jetzt noch den Schlüssel davon? Ach du Kacke, ey. Warum? Wegen zwei? Weil ich irgendwo einen Nagel geklaut habe, oder was? Verliere ich jetzt alles? Hm? Messe. Sagt mein Geld. Das ist drei, ey. Immer kurz dahin, da ist irgendwie eine Quest oder so. Angeblich. Ach ja, die Apothekarin, ne? Das ist die Main Quest. Das ist die Main Quest. Irgendwo ein. Komm ich hier hin? Marktplatz, da will ich doch hin. Ja, okay, der Plan ist ja folgender: Wir sind arm und sind zu faul, die Gegend zu erforschen und Gegenstände zu haben, die wir verkaufen können. Das bedeutet, wir klauen. Einfach. Dafür brauchen wir allerdings mindestens noch eine Stufe höher beim anderen Zeug. Ja, sag mir doch einfach, ob du jetzt die Dinger hast oder nicht. Vorhin hattest du sie nämlich. Keine Rhetorik. Arsch. Schreitet wohl. Was hast du so? Schreitet wohl. Wie nett. Nein, das will ich gar nicht fragen. Auf jeden Fall. Das hier will ich. Nein, das will ich nicht fragen. Was soll das? Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kilea. Nein, ich komme nicht mehr raus. Schwerer an Ware zu kommen, aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Malfas zum Gruß. Jetzt aber. Aber immer doch. Geht doch. Oh Gott. So, Rhetorik 1. Echt jetzt? Ich könnte auch. Schreitet wohl. Ich will auch so ein tolles Schwert. Ich hab kein tolles Schwert. Was kann ich euch Gutes tun? Zeig mir, was du hast. Vielleicht hast du ja noch sowas. Jetzt mach doch. Aber gerne doch. Bitteschön. Nee, du hast gar nichts. Toll. Du bringst mir nichts. Du wirst mir auch nichts bringen. Geh nochmal hier zu den Ledertyp und. Was ist der andere? Seiden. Schneider kann oder ich so? Euch zu Diensten sein? Natürlich. Oh, Rhetorikbücher. Ja, mit den Rhetorikbüchern. Alles! Ich kaufe alles an Rhetorik auf! Nichts! Nicht mal Expertenbücher. Was hast du noch so? Bisschen was, ne? Wie kann ne? ich euch zu Diensten sein? Habe ich dich nicht schon mal beklaut? Stellst du wieder neue Sachen in die Auslage vielleicht? Sodass man immer wiederkommen könnte? Manche Dinge ändern sich einfach. Gut zu wissen. Moment, ich habe ja jetzt überhaupt keinen Schlüssel von hier, ne? Könnte man schlüssellos mir besorgen. Du hast keinen Schlüssel.
Du hast einen Schlüssel. Speichern. So. Wir kommen wieder. Geht weiter. Pass doch nicht gleich aus. Mann, 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 Mann. Jetzt gehen wir zum Schneider rechts daneben. Schneller, schwarzer Ladebildschirm. Ich hatte noch keinen Absturz, das ist nicht gut. Das könnte jetzt in der Aufnahme passieren. Gucken, ob der irgendwas mit den Rhetorikbüchern hat. Ansonsten, na. Wir haben hier ein bisschen wenig. Na gut, jetzt ist eh vorbei. Ich wollte gerade sagen, Moment mal. Moment. Ich hatte sau viel Ringe und alles Mögliche. Sind die jetzt alle weg? Sehe ich das richtig? Die hätte ich bei dem sogar verticken können. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Muss mal gucken. Da! Ah, er hat natürlich genug. Auch 3 Stück. Kommt wieder. So, ich möchte noch einen Vergleichswert haben. Hier, das kostet 2,57. Jetzt gucken wir mal, ob es einen dicken Sprung gibt. Bei... Wo ist es? Da. Kommt wieder. 2,57. 2,52. Kommt wieder. Im Late Game holen wir es vielleicht wieder raus. Die Frage ist, wie weit man Rhetorik hochballern sollte. Naja. Speichern wir. Und ich würde sagen, ich mache hier jetzt Schluss. Und überlege mir nochmal ganz kurz was. Vielleicht bin ich ja so... Vielleicht lade ich nochmal. Bin mir nicht sicher wo. Wenn ich es tue. Vielleicht sehen wir uns auch gleich exakt in diesem Bildschirm wieder. Ich speichere nochmal kurz. Und dann muss ich... Ich überlege es mir. Ich guck mal gleich, wo meine Ladedinger alle sind. Das ist zu weit zurück. Das ist vor dem Mord noch. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Schnellladen. Ich glaube, da müssen wir jetzt mit leben. Das ist bitter. Wir hatten nämlich, glaube ich, ganz schön viele Amulette. Naja, ich lade trotzdem gleich nochmal kurz was und schau nach. Ich speichere hier einfach mal richtig. So, alles klar. Also bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich versuche, mich irgendwie dreist durchs Spiel zu schlängeln, indem ich Leute bestehle. Auf die asozialste Weise, die es gibt. Okay, alles klar. Ich bin raus. Tschüssi.